Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge Auf ein Anders. Heute wird's golden, denn heute haben wir einen richtig tollen Olympioniken am Start. Der hat sein Auto mitgebracht, also lass dich überraschen. Ja, wie ihr seht, der Kevin Kuske, bekannt aus Film und Fernsehen und natürlich dem Sport. Ja, ihr seht ja den Körper, ist ein guter Kegler gewesen früher. Körner. Nee, was hast du denn gemacht eigentlich früher? Ich war ganz früher Leichtathlet, dafür viel zu schwer für den 100-Meter-Sprint, 96 Kilo schon gehabt als Jugendlicher. Für einen Sprint ist das viel zu schwer, aber ist ideal für einen Bob und deswegen bin ich dann 98, 99 zum Bob gewechselt und ja, habe das fast 20 Jahre gemacht und die ein oder andere Medaille abgegrast. Ja, dazu kommen wir gleich später. Mich wundert natürlich, dass du so ein REM-Shirt anhast oder ein Sweater. Wie kommt es dazu? Also die ultra erste Geschichte ist, dass ich 2001 das erste Mal nach Amerika geflogen bin mit der Bob-Nationalmannschaft und liege im Hotel in Salt Lake City und da läuft im amerikanischen Fernsehen eine REM-Werbung. Ne? Und habe mich an dem Tag verliebt und habe gesagt, irgendwann kriegst du auch mal so ein Ding oder holst du dir so ein Ding. Und das ist so die Urgeschichte, dass ich seit 2001 eigentlich absoluter REM-Fan bin. Während des Sports war es Schwachsinn, sich einen zu holen. Das habe ich mir früher danach aufgehoben. Und nutze nicht nur, weil er eben halt, weil ich die Optik vom Pickup geil finde, sondern nutze es auch beruflich. Jetzt bin ich Trainer und transportiere damit mal die Anschubgeräte, die Bobs, ein paar Materialien ganz für die Athleten. Und deswegen hat er auch noch einen funktionellen Nutzen. Und ist nicht nur ein Auto, was ich jetzt ja, nur optisch gut finde und es im Alltag nutze. Ja, das ist hier ein gutes Gefährt. Was hast du denn hier eigentlich schön? Das ist ein Laramie. Das ist ein Laramie Sport. Aha. Passt ja zu mir wegen Sport. Ne? Genau, ich hatte einen alten Laramie gehabt. Der hatte auch schon so ein Zollkit drin, als ich ihn gekauft habe. War gebraucht. Und genau, ich mag ja dieses Pickup-Flair, dieses höhergelegte auch so ein bisschen. Und der Laramie, wie man ja hier sieht, ist ja im Normalen ein bisschen flacher. Ja. Und wahrscheinlich verwöhnt durch meinen alten, wollte ich ihn wieder ein bisschen höher legen, weil ich auch so ein etwas. Sieht man, ja. Ja, größere Person bin, vielleicht ein bisschen kräftiger gebaut, wollte ich wieder diesen Pickup-Style, der so ein bisschen höher ist. Und wie viel hast du es jetzt erhöhen lassen? 3,5 Zoll, also 9 cm liegt er jetzt höher und ja, jetzt hat man wieder so dieses Überschauliche. Ne? Ja. Jetzt musst du aber mit Räuberleiter mal rein. Ich habe ein schönes Trittbrett, das ist ganz gut. Ne? Komm ich jetzt auch wieder rein. Gut, ja, dann will ich hier mal ein paar schöne Fragen stellen, gehen wir am besten mal rein, das ist vielleicht ein bisschen leiser, ein bisschen besser vom Sound. So, du hast uns ja schon erzählt, wie das dazu kam, dass du ein REM-Fan wurdest. Wann hast du dir denn deinen ersten REM gekauft? Wirklich erst nach meinem Karriereende. Mhm. Also ich bin bis 2018 Bob gefahren, letzte Olympiade von mir. Silber abgeräumt und ein halbes Jahr später habe ich mir geholt. Jawohl. Von der Knete? Ah ne, reicht wahrscheinlich nicht. Ich habe mir Gebrauch gekauft, weil ich mir gesagt habe, ist ein altes Modell, ne? Neues war mir zu fett. Genau. Und jetzt hast du dich für den Sport entschieden, weil ich dann doch ein bisschen mehr Probleme gekriegt habe mit dem alten. Okay. Kam das Problemchen, das Problemchen. Das ist immer das Problem bei Gebrauchten. Weißt du nie, was ist dann passiert. Es ist auch ein kanadisches Modell gewesen. Also ist Kanada rübergekommen. Mhm. So beim Verkauf. Mhm. Ich habe mir ja nicht hier geholt. Beim Autohaus Köhler. Leider nicht. Ja, kommt dann immer so, man weiß ja nicht, auch der Verkäufer hat wahrscheinlich auch nicht gewusst, was damit war. Und insofern kam dann immer so peu à peu ein paar Problemchen. Und die Nummer wurde immer teurer und dann habe ich mir gesagt, dann bevor es jetzt noch in die Decke, durch die Decke schießt, besser was als Solides und genau. Und wollte was war denn dein erstes Auto? Tatsächlich ein Golf. So ein Variant hieß das, glaube ich, so wo hinten so eine, ne, war auch für den Sport, also Klappe auf. Das war mein allererstes Auto und dann hatte ich relativ schnell Sponsoring-Geschichten. Mhm. Also wir hatten bei André Opel als Sponsor, haben wir einen kleinen Salär bezahlt und ist dann vom Vectra über Safira, alles so eine Geschichten. Mhm. Funktionell für den Sport ist es. Also wir hatten einen Ram, wer sich einen Ram holt, sag ich immer, entweder du liebst es, wenn du es privat jetzt nutzt und jetzt keine Baufirma oder ähnliche andere Sachen hast. Für den Sport, also ich habe es mir immer auch bei den Bobfahrern abgeguckt in Amerika. Die Briten, Schweizer, die haben sich alle immer Pickups geholt. Ne? Mhm. Klappe hinten runter und sind mit ihren Bobs immer so
an den Bobspart gekommen. Fand ich immer schon cool. Wir hatten immer nur diese U-Haul-Trucks, wo man das Rollteil hinten zumacht. Weil wir natürlich auch mit einem Riesentrott von Athleten gekommen sind. Also wir haben immer drei Mannschaften gehabt. Die Briten manchmal so ein bis zwei Mannschaften. Also die waren jetzt nicht so, so eine Mannschaftsstärke wie wir. Und deswegen hatten wir immer diese U-Haul Geschichten, die nicht so spektakulär waren, und ich habe die Briten und Schweizer beneidet, weil die immer mit den Ram Pickups an den Start gekommen sind direkt. Und da hat man ja gesehen, hat einfach eine Funktion. Ne? Also du kriegst viel Ladefläche rein, und das merke ich halt jetzt auch bei mir. Ich fahre mit meinen Athleten viel auch nach Oberhof oder andere Sportstätten, Riesa, Altenberg, ne, wo die Startstrecken sind. Und wir können halt die Klamotten in alle reinpacken. Alle haben trotzdem Platz, also du kannst trotzdem... Ja, das stimmt. Auch große Menschen. Genau. Wir können, vier passen Ochsen ja fünf. Mitnehmen. Genau. Und vier, fünf. Genau. Kevins rein. Ja. Und du hast wirklich Platz für vier Leute, also vier große, schwere Jungs, wenn man mich ja so sieht. Ne? Bobfahrer sind ja ein bisschen mehr. Und du kriegst halt trotzdem noch Klamotten mit. Du könntest zur Not auch ein Anschubgerät mitnehmen hinten auf der Ladefläche. Also du kriegst also die Funktion natürlich ja, hier in diesem Auto mit für meinen Job und für das, was ich mache. Und insofern hat dieses Auto ja, wie ich schon angesprochen habe, erstmal diese persönliche Leidenschaft, privat, ne? Und in zweiter Instanz natürlich auch eine Funktion für meinen Job. Und das nutzt es auch beruflich. Weil man damit einfach viel ja, mehr Sachen wegkriegt, mehr Leute wegkriegt und genau. Nimm uns noch mal ein bisschen mit in deine Sportkarriere. Was war denn so dein Highlight? Also ich meine, du hast jetzt vier Olympische Spiele gemacht? Nee, ich habe fünf. Fünf. Was ein Highlight ist eigentlich so? Und insgesamt, wie viele Medaillen? Vier Goldmedaillen, zwei Silber und sieben Weltmeisterschaften. Aber wir zählen ja, ich bin so ein olympisches Kind, ich zähle immer nur offiziell die olympischen Medaillen. Das ist auch okay. Das, was die meisten Leute interessiert. Ne? Ja. Diese WMs ist eigentlich bei uns kurios, ist nur so ein Zwischenschritt, ja. Oder so ein Zwischenstep, wo du dich qualifizierst für die Olympiade. Das, was bei uns eigentlich interessiert, ist die Olympiade. Also, wie gesagt, fünf olympische Spiele ist im Bobsport relativ schwierig, aufgrund dieser muskulären Anstrengung, die man hat. Ne? Also, es gibt ja so Sportarten wie Reiten. Da können auch welche mal acht olympische Spiele haben. Ne? 65 kannst du ja immer noch gut arbeiten. Genau, weil du einfach diesen körperlichen Anspruch nicht hast. Ne? Du hast beim Bobsport einen extrem hohen körperlichen Verschleiß. Muskulatur, Knorpel, Sehnenbandapparat. Was natürlich extrem in Mitleidenschaft gezogen wird durch Kniebeuge über 250 Kilo, schnelle Sprints wie ein Sprinter mit einem Schlitten hinterher, ne? Die ganze Schieberei, die ganzen Schläge, die Gehkräfte, die du kriegst. Deswegen ist diese bei mir eigentlich nicht diese krasse die Medaillen, sondern diese krasse 20 Jahre überlebt. Glück, also körperlich, dass es das wieder. Fokus, also ich glaube, ich habe mich ja dann teilweise selber trainiert, weil ich dann gemerkt habe, ich also kann mich am besten trainieren, weil ich mich reinhorche und täglich weiß, wie kann ich mein Training auch anpassen, dass es eben halt leistungstechnisch noch funktioniert. Das ist ein ganz großes Geheimnis gewesen bei mir. Das können viele nicht, die jetzt nur ein Trainingsplan abarbeiten und sagen, ja, geht oder geht nicht. Der Trainer, du kannst ja nicht in dich reingucken. Ne? Und deswegen ist es relativ schwierig, glaube ich, ja, als Trainer mit Athleten im hohen Alter zusammenzuarbeiten. Ja. Da muss man dann wirklich, ja, wenn man es wirklich professionell gestaltet, in sich reinhorchen und es so verstanden haben, dass man eben halt noch über diese letzte Zeit oder diesen letzten Ritt, den ich ja noch mal gemacht habe, vier Jahre, dich optimal vorbereiten kannst. So, der Kevin, der könnte Politiker werden, ja? Er kann immer schön um die Highlights drumherum reden. Genau. Also, dein Highlights war, du hast praktisch jetzt vier 20... Goldmedaillen. Nee, aber so, ich wollte jetzt einfach wissen, was so wirklich mal dein, also klar, absolut Highlight war? Sportlich gesehen, klar, gewinnen, Goldmedaille, super Sache, aber wenn man bei Olympia ist, ich habe 2012, war ich bei Olympia mal Zuschauer, diese Stimmung, die da herrscht oder halt, dass man auch besondere Leute trifft oder halt Fans aus allen Nationen, das ist ja schon was Besonderes, aber du hast ja praktisch die Leute im Olympischen Dorf gesehen, die Stars, was weiß ich, Jamaika-Bob-Team, weiß ich nicht. Ne? Also so eine Sache. Was war so denn, woran erinnerst du dich immer gerne zurück? Gerne natürlich an diese ganze Flair mit den ganzen Sportlern, die man da vor Ort hat. Ne? Also die Mensa, wo man relativ viele Sportler sieht. Und ich bin jetzt nicht so der Wintersport-Fan, muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe jetzt auch nicht so einen Einblick gehabt. Jetzt was, als einer der besten Winter-Olympioniken, scheiß Winter, ne? Ja. Nee, man hat so seine Favorites. Also ich bin mit Sven Hannawald sehr gut befreundet. Also den hat man natürlich dann in meiner aktiven Karriere noch verfolgt und das ist natürlich immer dann schön gewesen, wenn man sich gesehen hat. Gibt so ein paar Highlights, die man natürlich hat, auch aus dem eigenen Verband, also Rodeln und Skeleton, mit denen man ja auch ein bisschen enger zusammenhängt. Die dann da auch mal vor Ort zu sehen, weil man auch immer unterschiedliche Wettkampfzeiten hatte. War immer dann schön, die wieder da zu treffen und so eine Familie sich dann da zusammenfindet.
Aber an sich konzentriert man sich eigentlich bei Olympia auf seine Sportart. Ne? Mhm. Ein abschließend Highlight vielleicht oder eine lustige Geschichte ist vielleicht von meinen letzten Olympischen Spielen. Problem bei Olympia ist immer so, das war jetzt ja bei den Sommerspielen ein bisschen schade, dass die Sportler nach den Events gleich wieder abreisen müssen. Ja, ne? 2 Tage. Ich hatte Glück bei mir, wir konnten also wirklich die Zeit auch genießen im Olympischen Dorf. Und bei uns ist es so, also Bobsportler sind ja von der ersten Minute bis zur letzten da, weil wir ja 2 Wettkämpfe haben quasi. Mhm. Und dadurch hast du ja immer die Woche Training, Wochenende Wettkampf. Mhm. Und deswegen sind wir bei Olympia relativ lange da. Die Rodler oder andere Sportarten sind nicht so lange da. Die haben eben halt ja, ihr Event und sind dann eigentlich schon vor dem letzten Olympischen Tag ja schon wieder, also vor der Abschlussfeier, könnten die schon theoretisch abreisen. Das heißt, es gibt viele Sportler, die dann immer schön trinken, von Haus zu Haus ziehen. Es gibt ja Schweizer Haus, deutsches Haus und so, ne? Die dann immer sich schön kostenlos Alkohol abschießen. Und die lustige Geschichte ist die, wir hatten uns dann auf den Viererbau vorbereitet und wir haben ja in so einem gebauten Neubau gewohnt, in der 8. Etage. Und wir hatten unten diese olympischen Ringe aus Blech, die da so als Deko, so für Fotos machen, eben halt im Dorf präsentiert wurden. Ne? Und ich glaube, um 1 oder um 2 werde ich von riesengroßem Terror wach. Also die haben auf die olympischen Ringe eingeschlagen, gebrüllt, was gehört, dass sie hier bald getrunken haben. Ne? Und hat mich so angekotzt, dass ich runterfahren mit dem Fahrstuhl zu diesen olympischen Ringen und habe dann slowenische Jacken gesehen. Und bin halt gezielt drauf zugesteuert, weil man natürlich ja noch einen Wettkampf vor sich hat, man wird in der Nachtruhe gestört. Ne? Und wollte mir den Typen greifen, der da so einen Lärm gemacht hat und habe dann beim Greifen gemerkt, dass er eine Olympiamedaille um Hals hat. Und dann habe ich den Olympiasieger erwischt, ich glaube nordische Kombination oder irgendwas mit Ski auf jeden Fall. Ne? Und mir war das aber in dem Moment egal, ne? Und die wollten mir dann irgendwie so erklären, rechts, ja, links, Mensch, rechts, ja, ja. Links. Und das ist so eine lustige Geschichte, weil ich habe den dann noch die letzten 3 Tage gesehen und der ist immer von mir weggelaufen. Also wenn ich zur Mensa gelaufen bin, gerade straight mit meinen Sportfreunden, dann ist der immer abgebrochen. Komisch. Also so eine lustige Geschichte. Daran werde ich mich auch mal gerne erinnern. Ich hätte fast den Olympiasieger umgehauen. Ich glaube, es war eine deutsche Kombination. Ah ja, nicht schlecht. Okay. Ja, das ist so ein Highlight von meinen Spielen, die mir immer so ein bisschen in Erinnerung bleibt. Gut, ich würde jetzt gerne mal ein Spiel mit dir spielen. Mhm. Es gibt ja so verschiedenste Formate. Ich sage jetzt einfach immer so zwei Namen oder ne? Und du sagst immer, welchen du davon auswählen würdest. Okay. Ja. Oder 2 Gegenstände oder wie auch immer. Ja. Ne? So, du darfst nichts erklären, du sagst immer nur. Den, okay. Ja? Ich hab's verstanden. Okay. Usain Bolt oder Michael Jordan? Michael Jordan. Das ist schwierig, aber. Ja. Ja. Gym oder Sportplatz? Sportplatz. Okay. Sag gleich warum, wenn du es wissen willst. Held oder Geld? Held. Ram oder Raptor? Ram. Ganz dickes Ram. Challenger oder Charger? Charger. Sommer oder Winter? Sommer. Formel 1 oder Rally Dakar? Dann eher Rally Dakar. Frauentausch oder Bauer sucht Frau? Oder. Oder. Der war gut. So, Football oder Fußball? Football. Ganz dickes Football. A-Team oder Knight Rider? A-Team. Finde ich sehr interessant. 3. Platz 100 Meter Lauf bei Olympia oder Olympiasieger Bob? Also ich bin Olympiasieger Bob, ist eine schwierige Frage. 3. Platz bei über 100 Meter wäre natürlich eine absolut krasse Nummer. Also die wäre, ich glaube, Wertigkeit nochmal höher. Vor allem als Deutscher. Ja. Ne? Wertigkeit höher, aber Olympiasieger am Bob ist natürlich auch ziemlich geil. Ja. Das ist aber zwei unterschiedlich. Also das eine wäre eine Einzeldisziplin, also eben. Du kämpfst alleine. Mhm. Bob ist eine Teamsportart, ne? Deswegen würde ich immer so ein bisschen das vielleicht auseinanderklammern. Ist beides mega geil, aber es jetzt wäre länger zu erklären, warum. Genau, okay, dazu kommen wir natürlich jetzt nicht. Ja. Ein gepimpter Laramie oder ein Ram TRX? Gepimpter Laramie. Ich finde den TX ist ein geiles Auto, auch von der Power, aber für mich nicht funktionell. Also ich bin so eher auch so funktionell, ne? Und so ein TX ist ein riesen Spaßding, was viel Geld noch nebenbei kostet und das würde ich nicht,
Also wer ist, steht für mich da nicht im Verhältnis. Diese Ausgaben, ja, zusätzlichen Ausgaben mit der Funk. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Nee, verstehe ich. Sonst, also trotzdem TRX mega, würde auch ein TRX immer dem. Also hätte das Spiel nicht verstanden. Ja, ich muss mich ja scheiße. So. Das ist schwierig. Okay. Meine letzte Frage hat auch viel mit oder hat was mit dir zu tun. Ihr müsst jetzt raten, was? Gesichtstattoo oder Genitalpiercing? Muss ich wirklich eins antworten? Oder. Oder. Nein, was würdest du dann? Also ich bin tätowiert, ich würde aber niemals ein Gesichtstattoo machen. Also ich kann, wenn jemand das gut findet, findet es gut. Ich finde es überhaupt nicht gut. Du hast ja nicht die Wahl. Du musst jetzt. Dann würde ich Piercing nehmen. Okay, gut. Wenn ich das Oder nicht nehmen darf. Gut. Ja. Du bist ja sehr tätowiert oder gerne, lässt dich gerne tätowieren. Du hast auch ein besonderes Tattoo. Ein Ram-Tattoo habe ich. Nee. Kannst du das uns mal zeigen? Das ist auf dem Knie. Ich weiß nicht, ob das... Hier ist ein bisschen eng drin, aber hier, ja, ist es auf dem Knie, ja, direkt drauf. Tatsächlich. Also, aha, meine Tattoos haben ja alles was mit Sinn zu tun. Und ich mache mir jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so der Tribal-Typ, der sich ein Tribal tätowiert, weil es für mich hat als keinen Sinn. Ne? Also meine Tattoos erzählen alles so Geschichten von mir, Leidenschaften, sportliche Werdegang, Familie. Ich sehe einen Hund auf der Rückseite. Meine, aha, Hunde. Okay. Ja. Eishockey, meine Lieblingsmannschaft ist auch drauf. Welche ist das? Die Chicago Blackhawks. Kenne ich. Patrick Kane, ich habe ihn wirklich mal live erleben können bei Olympia 2010. Mhm. Deswegen... Ich habe auch ein paar Freunde, die im Eishockey sind. Sven Felski, mhm, Christian Erhoff, 13 Jahre NHL gespielt. Gustav Hooligan. Wir kennen uns aber jetzt nicht so, sind nicht so verbunden, ja, aber okay. Brauni, Buschi, alle so diese Leute aus Berlin, mhm, von den Eisbären. Und bin ein wahnsinniger, ja, Eishockey-Fan. Cahun, mhm, habe ich uns ein bisschen geschrieben, als er noch bei Chicago war. Deswegen ist Eishockey so meine Lieblingssportart und deswegen habe ich, also die. Ja, mein Leben ist quasi dann so auf dem Körper. Also okay, ich bin, also alles ein bisschen Sinn und dein Auto sozusagen fürs Leben ist auch auf deinem Knie. Ist einfach, man kriegt mich, deswegen habe ich auch mit der Formel 1 das nicht gesagt, man kriegt mich nicht mit so schnellen Autos, gibt auch schöne Autos, neue Corvette oder wie gesagt, Challenger und Charger, ja, die ich auch mega cool finde, aber ich würde mich immer auch für einen nicht so gepimpten Ram entscheiden, weil das einfach für mich, ja, persönlich einfach das Auto ist. Ist eigentlich wirklich lustig für jemanden, der mit 5000 km/h, nein, aber wie schnell fährt man mit dem Bob runter? Die haben, glaube ich, noch den Rekord mit 163 in Vancouver. Ja, also ohne ziemlich schnell die Bobbahn runter und mag dann trotzdem eher gemütlichere Autos. Ja. Ne? Vielleicht, weil ich so ein bisschen mehr bin. Also so kräftig, richtig, ein bisschen größer. Vielleicht ist es so diese Parallele zum Auto. Höher, ein bisschen breiter. Und im Alter nicht mehr so schnell. Obwohl er ja schnell sein kann. Genau, das können wir nur. V8, ne? Ja. Wenn er will, kann er. Aber er macht es halt nicht zu so selten. Oft. Er macht es halt nicht so. Nur wenn er muss. Genau. Aber dann ist auch die Energie schnell alle. Also der das Sprit. Okay, ja, apropos alle. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal für die Folge. Was uns natürlich, glaube ich, alle interessieren würde, wie mal so ein Bob vielleicht auch mal auf einem Ram aussieht. Ich sehe diesen Vogel an. Ah, die wollen immer alle ins Fernsehen, ne? Genau. Bup, bup, der geht die Treppe runter. Ja. Können wir gerne machen. Ja. Also ich hatte es schon gehabt. Wir haben ja so Veranstaltungen manchmal, die ich so als Präsentation mache. Bob, also Tattoo Metal hatten wir zum Beispiel, mhm, in Dresden. Und wir haben den Bob dann von da aus zurücktransportiert. Also es funktioniert alles super. Ja, wie gesagt, weil es echt nicht nur privat mein Highlight ist, sondern auch beruflich mein Highlight ist. Deswegen können wir das gerne mal zeigen. Das wäre doch was. Mhm. Schön. Also ich freue mich. Danke für deine Zeit. Gerne. Und dann bis später. Später.